In der heutigen Zeit, in der sich die IT-Infrastruktur verstärkt auf Virtualisierung, Container und Cloud Computing konzentriert, hat sich die manuelle Verwaltung und Bereitstellung von IT-Ressourcen als zeitaufwendig und kostspielig erwiesen. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, hat sich das Konzept von Infrastructure as Code entwickelt. Der IAC-Ansatz beinhaltet drei Schlüsselkomponenten: eine leistungsfähige Skripterstellungsumgebung, Schnittstellen zu jeder denkbaren IT-Produktgruppe und sowohl clientseitige als auch serverseitige Skripte zur Durchführung der erforderlichen Infrastrukturänderungen. Das Ziel dieser Bachelor-Thesis war, die IT-Infrastrukturanforderungen eines KMU effektiver zu managen und zu automatisieren, indem ein Infrastructure as Code Tool evaluiert und als Proof of Concept implementiert wurde.